zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht es sich nicht um ein klassisches Supermarktvideo, sondern es geht vielmehr um meinen Vorratskauf für Herbst und Winter. Ja, wie gerade schon angekündigt, es geht heute rein um die Vorräte. Ich habe hier einen Bruchteil aufgebaut. Ich werde gleich noch mehr aufbauen für euch, damit ihr seht, was meine persönlichen Vorräte für Herbst-Winter sind. Ich habe auf Instagram meine Community gefragt, was macht ihr denn so als Vorratskäufe für den Herbst und Winter? Und ich rede jetzt hier ganz bewusst nicht von irgendwelchen Panikkäufen, oh Gott, ich muss mir 5 Pakete Klopapier kaufen. Und nein, ich muss auch nicht 100 Pakete Erbsen und Möhrchen mir ins Regal stellen, sondern es geht um einen Grundstock, den ich einfach immer im Haus haben möchte, falls mal was dazwischen kommt, falls mal jemand krank wird, falls wir plötzlich abends noch jemanden zu Gast haben oder falls jemand über Nacht bleibt etc. Solche Sachen. Und einfach für diesen Fall möchte ich mich so ein bisschen vorbereiten und für die Winterzeit vorbereiten und schauen, dass ich für mich so einen persönlichen Grundstock habe an Lebensmitteln, die ich in meiner Küche, in meiner Familienküche häufig verwende. Und davon wollte ich euch heute mal einen Eindruck verschaffen. Vielleicht gibt euch das ja Ideen, was ihr für euch sinnvollerweise davon übernehmen könnt. Vielleicht sagt ihr auch, das ist gar nicht mein Ding, ich gehe immer lieber direkt zum Supermarkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare zwischendurch, wenn euch was einfällt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, los geht's. Ich beginne wie immer bei der Supermarktfraktion und gehe dann rüber auf den Drogeriemarkt. Da habe ich nämlich auch noch eine Bestellung abgegeben. Also fangen wir mal hier an. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist für uns immer so ein Lückenfüller, gerade für die Brotdose, wenn ich noch was zusätzlich einpacken möchte oder gerade an einem Tag vielleicht nichts in der Hand habe oder nichts Frisches zur Hand habe. Ebenso wie Pumpernickel, habe ich euch ja auch schon bei meinen Brotdosen-Videos gezeigt. Das hält sich halt sehr lange. Ich musste kurz gucken, bis Februar 22. Also wenn ich das so in den Schrank packe, das hält sich halt wirklich lange. Dann haben wir hier einmal Rotkohl. Das ist von den Kindern jetzt nicht unbedingt der Favorit. Darum habe ich mal nur ein Glas davon geholt. Rote Beete essen wir schon mal ganz gerne abends so als Beilage zum Abendbrot. Genauso wie Gewürzgurken. Ja, Sauerkraut ist auch eher so eine Sache von meinem Mann und mir. Das heißt auch, da würden die Kinder jetzt nicht unbedingt mitessen. Darum auch nur eine Dose. Hingegen dann die Schattenmorellen, wenn wir Waffelnachmittag machen oder spontan Waffelteig auftauen aus der Tiefkühltruhe, dann habe ich immer mal ein Glas Schattenmorellen zur Hand und wie gesagt immer am liebsten das kleinere Glas kaufen, damit man nicht so viel verschwenden muss. Dann auch beim Apfelmark habe ich geschaut, dass da möglichst nur der Fruchtzucker drin ist, kein Zusatzzucker noch dabei. Hier hinten seht ihr drei große Pakete mit Mais. Auch das ist so ein Staple bei mir, der sollte immer im Haus sein für Pizza und sonstige Sachen. Dann habe ich jetzt mal wieder gekauft Geflügelfond. Hier hatte ich tatsächlich Glück und noch ein Glas in einer größeren Größe ergattern können. Das ist eben auch, falls man mal wirklich so eine Hühnerbrühe machen möchte, um so ein bisschen die Erkältungszeit anzugehen und anzugreifen. Dann noch ein Päckchen Reis, Nudeln, versteht sich, glaube ich, auch von selbst. Hier, das ist so eine Sache, das nimmt mein Mann hin und wieder mal mit ins Büro. Das sind so, ja, ist so eine Nussfruchtmischung vom Lidl und ja, das nimmt er ganz gerne mal mit. Pistazien sind auch jetzt stellvertretend für verschiedenste Nüsse, die ich immer wieder mal auffüllen möchte. Dann habe ich jede Menge Mehl gekauft, Pizzamehl habe ich euch schon mal erklärt und dann 3 Pakete Weizenmehl. Ich werde wahrscheinlich noch 1-2 Pakete Dinkel- und Roggenmehl kaufen, bin ich jetzt aber noch nicht dazu gekommen. Das ist ja wie gesagt erstmal nur so der Grundstock für die Weihnachtsplätzchenzeit. Da wird Mehl, glaube ich, bei uns häufig genutzt. Auch hier wieder eins auf Vorrat. Achso, da hinten seht ihr noch Küchenrolle. Ich glaube, Küchenrolle und Toilettenpapier braucht man sich jetzt wirklich nicht mehr auf Vorrat irgendwie holen. 2 Pakete Nudeln habe ich mir mal noch geholt, die Spirelli-Nudeln, das ist bei uns auch so ein ganz gängiger Klassiker. Dann wurde ich aus der Community darauf hingewiesen, dass zur Weihnachts- und Backzeit häufig die Nüsse leer sind, wenn man sie denn braucht. Darum habe ich jetzt direkt mal 2 Pakete Haselnusskerne
gekauft. Die werden dann auch bei mir ins Regal kommen auf Vorrat, wenn ich dann loslege mit Nüssen. Aber die lassen sich sonst auch immer gerne klein häckseln und für so Energy Balls nutzen. Also da habe ich auf jeden Fall Verwendung für. Backpulver, Hefe ist auch klar. Nochmal auf Vorrat. Das gab es jetzt beim Lidl. Ich kann nicht sagen, dass es im Angebot war. Aber ich wollte es unbedingt schon mal längere Zeit schon ausprobieren. Darum habe ich das jetzt auch mal gekauft. Puderzucker habe ich die Erfahrung gemacht, dass häufig Puderzucker bei uns dann leer war, wenn ich ihn dann doch mal brauchte. Dann einmal normalen Zucker und Rohrzucker, um genau zu sein. Also genug Zucker für die nächste Zeit. Dann noch Sahne, die kaufe ich ja immer in laktosefrei und habe ich immer gerne im Haus als Vorrat. Was ich jetzt auch extra viel gekauft habe, ist meine oder unsere Lieblingsteesorten, sowohl von meinem Sohn als auch von mir. Die Teesorten sind nämlich bei uns zum Beispiel nicht in jedem Markt erhältlich und sind in dem Markt, wo sie sind, leider immer sehr rar. Darum habe ich mir jetzt direkt mal jeweils 2 Pakete Alpenkräuter und 2 Pakete Orange-Ingwer gekauft, weil das einfach meine absoluten Lieblingstees sind. Und Glühweingewürz-Säckchen habe ich auch schon mal gekauft. Da sind 10 Stück drin. Ich denke, das sollte erstmal reichen. So viel Glühwein-Liter trinken wir jetzt auch nicht in uns hinein. Aber ich dachte mir, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das schon mal aufzustocken. So, jetzt kommen wir zu der Snack- und Brotdosenabteilung. Auch da möchte ich sagen, ich habe einfach eine Bestellung beim DM gemacht und habe wirklich auf Vorrat jetzt einige Sachen mal ausprobiert und mir auf Vorrat besorgt, einfach weil ich weiß, dass das bei uns sehr schnell durchgeht. Ja, zum einen habe ich hier ausprobiert so Laugen, Bio-Laugenherzen mit Dinkel, ohne Salz. Das finde ich auch gut, weil meine Tochter mag das nämlich nicht. Dann hier nochmal so Laugen-Seepferdchen. Da macht es, glaube ich, einfach die Abwechslung in der Form. Ich finde es ein bisschen lustig, dass sie hier draufschreiben für die Pausenbox. Ich meine, wofür, also das kann man ja verwenden, wofür man das möchte. Aber das ist halt wieder so ein Klassiker aus dem Marketing, würde ich mal behaupten. Die kaufe ich eigentlich auch immer beim Lidl, die kleinen Fruchtriegel, dann Knabbertiere, die habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Beim Rewe gibt es auch so Knabberschildkröten, die finde ich auch genauso gut. Aber ich habe jetzt direkt mal 2 Pakete Knabbertiere auf Vorrat gekauft, ebenso wie die Mini-Dinkelbrezeln ohne Salz. Dann hier so, solche Sachen, das ist ja eigentlich, ja, Preis-Leistung brauchen wir nicht drüber reden, aber auch da macht es einfach die Abwechslung. Meine Kinder mögen so eine, solche Sachen, wenn man die ab und zu mal dabei gibt. Genauso wie hier diese Mini-Sternchen. Oder hier haben wir noch so Urkorn-Dinos. Das ist einfach immer mal gut, wenn man irgendwo einen Ausflug macht oder unterwegs ist. Genau, dann habe ich tatsächlich im Angebot kaufen können, hier die Leibniz-Butterkekse, auch die sind so ein Klassiker, wenn man ja, mal unterwegs ist und schnell ein paar Kekse einpacken möchte. Die gab es jetzt beim Lidl auch, fand ich auch lustig. Und das ist einfach stellvertretend hier für meine Keksecke. Das heißt, ich habe immer so ein paar trockene Kekse für die Kinder zur Hand. Taschentücherboxen. Das ist auch was, das hatte ich bei der DM-Bestellung vergessen, habe dann aber festgestellt, dass es beim Edeka auch diese Gut- und Günstig-Boxen gibt und ja, die sind bei uns quasi in jedem Zimmer zu finden, die Boxen, und einfach, also für mich ein absolutes Muss. Dann habe ich hier für unterwegs, für die Kinder oder für auch so Mitgebseltüten oder Halloween-Mitgebsel nochmal hier so lustigere Motiv-Taschentücher gefunden und dann auch direkt mit eingesteckt. Dann Fleckenzwerg, auch schon mal auf Vorrat, weil ja, ich denke, wir werden es brauchen im Herbst. Dann Spülmaschinentabs und Spülmaschinenreiniger. Das ist auch was, was ich sehr regelmäßig mache. Ja, Zahnreinigung, auch mal auf Vorrat einige Zahnpasta-Tübchen. Dann Duschgel für die Kinder, Zahnbürsten. Ja, solche Sachen, das ist jetzt natürlich nicht wirklich Vorrat, aber ich habe es immer mal ganz gerne im Haus, falls man mein Kind überzeugen möchte, jetzt mal ein beruhigendes Bad zu nehmen. Flüssigseife, auch mal auf Vorrat, Mülltüten.
Und das ist auch was ich immer wieder nachkaufe, auch wenn ich weiß, dass das jetzt hier extra in Plastik verpackt ist und so weiter. Aber das ist für uns einfach, wenn wir unterwegs sind mit den Kindern, ist das so meine sicherste Variante. Und ich finde es einfach praktisch mit dieser Lasche hier, dass man eben mal die Hände reinigt oder auch das Gesicht. Das hier habe ich jetzt neu entdeckt, Desinfektionshandschaum, mal gucken, was der so kann, aber das war klar. Hier sind noch so ein paar Beauty-Artikel drin, bevor ich euch die zeige. Noch eine Empfehlung habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt, habe ich selbst bezahlt. Ich muss es aber trotzdem alles als Werbung kennzeichnen. Und zwar eine Packung mit 50 Stück medizinische Einweg-Mund- und Nasenmasken aus Deutschland von der Firma Hart. Und ich finde die super, Marie findet sie super und wir brauchen einfach jetzt ja leider auch die ganze Saison über noch frische Masken für die Schulkinder. Und ja, wir haben uns jetzt hier für dieses Motiv entschieden. Ich finde, das wird online ganz gut dargestellt, welche Größe man haben möchte. Ich habe es vorher extra noch mal ein bisschen ausgemessen für Marie. Die riechen nach nichts und sind angenehm, Marie findet sie angenehm zu tragen. Passen gut und kann ich euch absolut empfehlen. Ich verlinke sie euch in der Infobox, weil ja, mir war wichtig, dass ich Masken kaufe, die aus Deutschland kommen und hier hergestellt werden. Ganz kurz noch ein kleiner Beauty-Haul. Das ist jetzt natürlich auch nicht wirklich Vorratshaltung, aber es war jetzt an der Zeit, das mal wieder auf Vorrat zu bestellen, denn meine aktuellen Produkte nähern sich dem Ende. Ich habe ganz gerne von Alverde den Mascara in Schwarz. Dann von Alverde ist das hier so eine Lidschattenbasis, kann ich auch nicht drüber klagen. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit, ja, ich sag mal, mit so richtigen Chemie, hochwertigen Produkten, aber für mich reicht das absolut. Ich schmink mich jetzt auch nicht mehr so bombig voll mit Lidschatten, von daher kann ich die absolut empfehlen. Dann nutze ich immer von Catrice diesen Liquid Camouflage. Und das ist auch noch das transparente, wo ist es? Da könnt ihr es sehen, transparentes Augenbrauengel von Alverde. Genau, so. Und das wird jetzt erstmal alles fein säuberlich weggeräumt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Bleibt gerne hier bei mir am Kanal dran, denn in den nächsten Wochen wird es hier wesentlich weihnachtlicher. Ich zeige euch, was auf meinem persönlichen Wunschzettel steht, was ich mir so wünsche, was die Favoriten der Community waren, welche Ideen ich für den Adventskalender oder für den Nikolausstiefel der Kinder habe. Also abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss!